Johanna Mikl-Leitner stellt ihr Team vor und Gerard Butler im Freizeitinterview jetzt im Magazin. Willkommen zum Kurier-TV-Magazin. In Niederösterreich geht es nach der Landtagswahl am Sonntag jetzt darum, die Landesregierung zu bilden. Die Gespräche laufen auf Hochtouren. Volkspartei-Obfrau Johanna Mikl-Leitner hat heute ihr Team präsentiert. Noch steht nicht fest, wer welchen Landesratsposten übernimmt, aber im Regierungsteam der ÖVP Niederösterreich wird es auf jeden Fall eine Personalrochade geben. Das hat Obfrau Johanna Mikl-Leitner heute bekannt gegeben. Ich glaube, dass es gut ist, auf bewährte, professionelle Persönlichkeiten zu setzen in so einer herausfordernden Situation. Und jede und jeder, der hinter mir steht, der jetzt auch Teil des Teams, hat alles gegeben bis zur letzten Minute. Und ich habe immer gesagt, wichtig ist auch, dass wir uns am 30. hinstellen können und sagen können, wir haben alles getan, was wir tun konnten. Und wir haben alles getan, was wir tun konnten. Aber Sie wissen, da manchmal ist der Gegenwind so groß, dass man nicht dagegen ankämpfen kann. Nicht mehr im Team ist der noch Landesrat für Arbeit und Wohnbau Martin Eichtinger. Und neu ist, dass Mikl-Leitner den Anspruch für das Wirtschaftsressort stellt. Ich darf vielleicht auch kurz vorausschicken, dass mir als Landesparteiobfrau die Gesamtkonstellation wichtig ist, dass es nicht gilt, hier bündisch zu denken, sondern gesamtpolitisch zu denken, wie können wir alles abdecken. Und ich denke, das ist uns sehr gut gelungen. Und ich habe auch vor, gerade das Wirtschaftsressort persönlich zu übernehmen, aber das gilt es selbstverständlich auch zu verhandeln. So wie die SPÖ den Wunsch hat, das Thema Arbeit für sich zu beanspruchen oder zu besetzen oder dafür verantwortlich zu sein, so haben wir es zum Thema Wirtschaft. Und das werden wir auch natürlich in den Gesprächen auch im Detail erörtern. Wir haben bereits damit begonnen. Der jetzige Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger wird neuer Clubobmann der ÖVP Niederösterreich. Er wird die Verhandlungen mit den anderen Parteien übernehmen, denn er will konstruktiv im Interesse Niederösterreichs weiterarbeiten. Enttäuscht, dass Sie nicht mehr in der Landesregierung sind? Überhaupt nicht. Ich war sehr gerne und bin sehr gerne Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Sport. Freue mich, vorausgesetzt die Zustimmung im Club, diese verantwortungsvolle Position des Clubobmanns, der mit Abstand größten Fraktion übernehmen zu dürfen und wie gesagt weiter für Niederösterreich. Zwei Landesratsposten muss die ÖVP abgeben. Hier stellt die FPÖ unter Führung von Udo Landbauer ihre Ansprüche. So möchte Gottfried Waldhäusl weiter Integrationslandesrat bleiben. Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, wenn einer sagt, er möchte es werden, ist noch nicht fix, ob er es überhaupt wird. Das haben die Gremien der FPÖ intern zu entscheiden. Das habe weder ich zu entscheiden noch sonst jemand. Das gilt es abzuwarten. Die ersten Gespräche zwischen ÖVP und FPÖ hat es gestern gegeben. Wir hatten vom Wähler drei Regierungssitze zugesprochen bekommen. Selbstverständlich geht es darum, daraus auch etwas zu machen. Das war immer von Anfang an die Grundintention und das gilt jetzt auch abzustecken. Es ist also noch nichts entschieden in Niederösterreich. Wann die Landesregierung bekannt gegeben wird, steht noch in den Sternen. Wir sind jetzt natürlich mitten in den Gesprächen. Wir wissen noch, mit wem wird es hier eine Zusammenarbeit geben. Das gilt es dann zu entscheiden. Sicher ist jedoch, dass sich in der niederösterreichischen Landesregierung einiges ändern wird. Bei einem Besuch in der Ukraine hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen gestern die Solidarität unseres Landes mit der Ukraine bekundet. Seitens Kiews gab es aber auch Kritik an Österreich. Bei einem Besuch in der Ukraine hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen gestern die Solidarität Österreichs mit der Ukraine bekundet. Das ukrainische Volk kämpft tagtäglich unter unvorstellbarem Einsatz, entschlossen für seine Freiheit. Es verteidigt dabei aber auch unsere Freiheit, unsere gemeinsamen europäischen Werte, Freiheit und Demokratie. Und dieser Krieg geht uns daher alle etwas an. Österreich ist ein neutrales Land, Sie haben es schon erwähnt, Herr Präsident. Die militärische Neutralität bedeutet aber nicht,
dass wir werteneutral sind. Und wenn ein Staat in Europa einen anderen überfällt, werden wir uns niemals gleichgültig zeigen. Auch Butscha, das durch ein russisches Massaker an der ukrainischen Bevölkerung zu trauriger Berühmtheit kam, ist von der österreichischen Delegation besucht worden, ebenso Bardjanka. Was ich gesehen habe, hat mich tief getroffen. Das Leid, die Zerstörung, das Unrecht, die Grausamkeit des Krieges sind dort besonders spürbar. Man kennt solche Bilder natürlich aus Büchern, aus Filmen, über den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Aber dass es heute wieder passiert. Butscha war eine wunderschöne Kleinstadt. Heute ist dort ein Massengrab. In Borodjanko war das Leben beschaulich. Heute kennt die Weltbevölkerung das Bild dieses zweigeteilten, bombardierten Wohnhauses. Die Österreicherinnen und Österreicher sehen, was in der Ukraine passiert. Sie sind tief betroffen und sie helfen. Und sie werden es auch weiterhin tun. Präsident Volodymyr Zelensky hat sich über die rund 200 Millionen Euro, die bisher von Österreich kamen, bedankt und gleichzeitig dazu eingeladen, sich weiter und intensiver bei humanitärer Hilfe wie beim Wiederaufbau zu beteiligen. Auch bei der Abwehr von Drohnen und der Entfernung von Minen könnte geholfen werden, bittet Zelensky. Durch Bundesheerangehörige in einem Kriegsgebiet, würde ich spontan sagen, geht wahrscheinlich nicht. Ja? Aber die Definition und Interpretation der österreichischen Neutralität ist ja immer wieder nicht ganz einfach. Also meine spontane Antwort würde ich sagen, ja, geht leider nicht. Österreich ist militärisch neutral, Österreich wird keine Waffen liefern. Wir haben innerhalb der EU allerdings getan, was wir tun können und tun sollen. Wir haben keine Transit behindert und dergleichen. Aber der Rest ist auf humanitärem Gebiet und nicht auf militärisch. Auch die Sanktionen gegen Russland waren Thema. Der ukrainische Präsident drängte auf Maßnahmen gegen österreichische Unternehmen, die in Russland tätig sind. Diese würden Österreichs Reputation schaden. Van der Bellen sicherte zu, dass Österreich die europäische Perspektive der Ukraine unterstütze und ihr konkret bei den Reformschritten zur europäischen Integration zu helfen. Plane heißt der neue Action-Kracher mit Gerard Butler. Und gleich ein Tipp vorab, wenn Sie von Gerard Butler als Kapitän in einem Linienflugzeug begrüßt werden, dann steigen Sie am besten gleich wieder aus. Alexander Kern von der Freizeit hat ihn interviewt. Torrance, ich bin der Pilot. Wie kann ich helfen? Auslieferung eines Kriminellen. Vom Linienflugpiloten zum Kämpfer auf den Philippinen. Der neue Action-Movie mit Gerard Butler in der Hauptrolle hat alles, was ein Actionfilm braucht. Sie sind irgendwo über der Insel Jolo abgestürzt. Die Insel ist von Separatisten besetzt. Selbst die philippinische Armee betritt sie nicht. Die Uhr tickt. Wir müssen uns beeilen. Jede Minute ist entscheidend für ihr Überleben. Hey! Wartet, wartet! Wir wissen nicht, wer die sind. Geht zurück! Los! Hören Sie jetzt gut zu. Das ist ein Notfall. Ich bin Captain Brody Torrance. Der Kerl gefällt mir. Gerard, es scheint, als ob du deine Nische als jedermanns Held gefunden hast. Warum glaubst du, passt du so gut für die Rolle und was sieht das Publikum in dir? Manchmal übernimmst du Rollen, die du vorher noch nicht gemacht hast, Genres, die dir neu sind und Charaktere, die du noch nie gespielt hast. Ich will nicht lügen, ich habe schon viele Rollen als jedermanns Held gespielt und es scheint, als ob ich das auch recht gut kann, zeigen zumindest die Zuschauerzahlen. Aber diesmal war, glaube ich, auch ein neuer Aspekt mit dabei, dass dieser Typ, den ich spiele, einfach ein ganz normaler Mensch ist, der auf einmal in dieser verrückten Situation ist. So wie ich, der als normaler Typ auf einmal Schauspieler und berühmt wurde. Becoming famous, but he's
Aber er ist leidenschaftlich, hat ein gutes Schuldbewusstsein, er übernimmt Verantwortung und ich habe es geliebt, ihn zu spielen, weil ich viel mehr gerne mache und alles, was dazugehört. Von der Regie über das Casting zum Skript bis zu den Schauspielern. Ich glaube, da war sehr viel von ihm in mir und er ist zeitweise echt hilflos und sehr emotional und das bin ich definitiv genauso. So I think there was quite a lot of me in him. And also he's incredibly hapless at times and gung-ho and overly emotional, and that's definitely me too. Der sympathische Schotte ist definitiv ein würdiger Nachfolger von Bruce Willis. Plane ist ab sofort im Kino. Die ganze Story finden Sie online bei uns auf freizeit.at. Und da kommen wir gleich zum nächsten Promi in den Berggesprächen. Da geht's heute zum Skifahren. Kabarettist Christoph Felbl, der schnallt die Brettl an. Wieso treffen wir uns heute in Innerkrems in den Kärntner Bergen? Was hat das für einen Bezug? Lüfte das Geheimnis. Aus dem einfachen Grund, dass die beste Frau von allen, um es mit Kishon zu sagen, hat mir vor 10 Monaten eine entzückende Romy geboren. Und dadurch verlagert sich mein Lebensmittelpunkt immer wieder nach Kärnten. Und immer Krems deshalb, weil ich gebe zu, ich war noch nie da und ich wollte mir das unbedingt anschauen. Ich finde es wahnsinnig lässig. Das Panorama ist irrsinnig, gell? Die Piste ist auch schön. Ich bin ja schon gefahren. Ja, aber nein, es ist wirklich ganz, ganz toll. Was man alles sieht, die Nockberge, der Nationalpark, der Park ist da. Nein, es ist wirklich lässig. Christoph, bist du ein typischer Komiker? Auf der Bühne saulustig und zu Hause ein Misanthrop? Nein. Den man nicht da aushalten kann? Nein, ich habe so ein. Ich weiß nicht, ob man mich aushalten kann. Also, ich schnorchen tue ich zumindest. Aber komischerweise, meiner Frau taugt das. Weil da weiß ich, ich bin da, weil ich halt nicht immer da bin. Nein, aber bist du denn zu Hause eher dann der Stille? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich bin genauso. Ja. Ich bin so, ich liebe das Leben, ich mag die Leute. Ich habe dauernd einen Schlapfen offen. Früher haben sie mir gesagt, nein, die Frauen reden so viel. Alter, ich lebe davon. Du, ich würde gerne ein bisschen darüber sprechen, ob die Auszeichnungen überhaupt wichtig sind, was die Karriere bedeutet. Aber das machen wir nachher. Jetzt gehen wir ein bisschen schief. Ja, herrlich. Gehen wir ein bisschen schief. Endlich. Weil ich warte schon da. Muss man schauen, ob ich den Mundl da wieder in den Grund und Boden fahre. Jobberl. Er mich. Jobberl. Schau mal an. Okay. Bitte, Alter vor Schönheit. Danke vielmals. Du bist älter. Ich bin älter, stimmt. Ich bin ein Jahr älter. Aber schöner auch, das passt schon. Wie lange Christoph Felbl noch gewartet hat auf Andreas Jäger, das sehen Sie heute Abend bei uns um 20.15 Uhr. In Wien war es heute recht wechselhaft, viele Wolken und ein paar Tropfen zwischendurch. Und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Grausig wird es morgen am Freitag, nass kalt bei maximal 7 Grad. Dazu wird es gegen Abend recht stürmisch. Am Samstag zeigt sich dann zwischendurch ein bisschen die Sonne. Der Wind bleibt aber sehr stark. Temperaturen gehen noch ein bisschen zurück auf maximal noch 4 Grad. Am Freitag besuchen wir eine Schokoladefabrik und wir schauen vorab rein in Reise und Genuss des Kurier. Machen Sie es gut, bis morgen.